So, damit einen wunderschönen guten Abend. Lassen wir es heute so. Zack. Jule isst noch ein paar Chips. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber sie ist hungrig. Also mich stört's nicht. Und man sollte eine hungrige Frau nie stören, denn das kann ein Todesurteil sein. Und daher wage ich es jetzt nicht reinzureden. Aber knusper nicht so laut. Hä? Okay. Zack. So, letzter Stream für die Woche. Guten Abend, Marv, und guten Abend, hier bin ich Mensch. Wir machen wieder Arena. Streck gehen, guten Morgen. Morgen, Slake. Guck mal, Slake ist aufgewacht. Schön. Der hat gestern doch noch seinen Marathon zu Ende geguckt. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir eigentlich keine Goldkarten in der Arena, aber ja. Abend, Blick, Wag. Abend, Kikuri. Abend, alle. Abend, alle. Abend, alle. Auch alle, die nicht schreiben, Abend. Immer alle, die nicht schreiben, auch einen Abend. Einen schönen guten Abend. Ich weiß, die meisten Leute sind schreibfaul. Ich bin selber auch. Auch die Musik. Inne, dein Könner! Nein! Abend, Compact, Twitch hat die Footy. Nein, nicht die Bälle. Oh, Marv hat den Kraken geliebt. Hallo Kraken. Ich war müde gestern auf heute. Was? Wieso das denn? So. Es go Kratos, jetzt Happy Foot for the Die gönnen dir halt keinen Spaß. Ja. Dafür hast du noch Binding of Isaac. Und alle anderen. Und wir haben noch unsere Overwatch-Emotes. Okay. Ja, wir spielen wieder die schöne Bronze-Arena. Ach, die ist so herrlich. Wir haben gestern ein bisschen bei der versagt. Jetzt haben wir ein Deck, was eigentlich auch nicht wirklich stark ist. Ist da Blacky gerade in die Tonne rein? Nein, mein Handy. Achso. Mir ging es nicht gut, da ist ein Tag und habe bis 17 Uhr jetzt gepennt. Wow. Ja, das verstehe ich. Ja. Solange du wieder fit bist, ist ja nicht schlimm. So. Mir ging es vom Gemüt her nicht gut, aber ich musste trotzdem arbeiten. Und dann hatte sie doch einen schlechten Arbeitstag. Ich sag's euch. Oh Gott. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und nein, okay. Ich möchte nicht drüber reden. Aber die Leute würden das furchtbar gerne hören. Ah, ich mach den komplett kaputt. Mein Blutdruck war auch leicht erhöht heute. Zu viel Koffein? Zu viel Koffein? Ne. Vielen Dank, Slay. Was will ich opfern? Ne, war einfach so, weil ich glaube einfach. Ich glaube. Entweder es liegt am hohen Blutdruck, dass ich so schlecht drauf bin. Oder ja, die hätte ich nicht opfern sollen. Ich bin schlecht drauf und krieg deswegen zu hohen Blutdruck. Philipp, wie war dein Date? Ich hatte kein Date. Weil ja, es war ein wunderschöner Tag. Es war ein wunderschöner Tag. Und Kikuri tut's leid, dass du heute leiden musstest. Es tut uns allen leid. Okay, was will ich abwerfen? Vielen Dank für euer Mitgefühl. Ich habe jetzt nicht wirklich starkes auf dem Friedhof, cool, wäre trotzdem die beste Karte. Rüstungsschmied, Kriegsschreier, Clear Light. Ich glaube, ich kann Wetterclear ablegen. Okay. As you wish, Alter. Und Silent ist vielleicht übertrieben. Guck mal, Compact. Compact hat heute wieder auch einen harten Tag. Hast halt als Großmeister nicht leicht. Da haben bestimmt wieder die Azubis gequengelt. Okay, was will ich ablegen? Ich glaube den Schützen. Ah, ist in Ordnung. Hätte mich schlimmer treffen können. Hätte mich durchaus schlimmer treffen können. Man sitzt die gute vor der Kamera oder gibst du dir noch Zeit? Ich habe noch Zeit. Es wird wahrscheinlich, wenn... Hallo Seebayer. Philipp jemals eine Freundin hat, wird das sowieso wahrscheinlich ein etliches Streitthema. Ach.
Warum streamst du die ganze Zeit mit ihr? Wahrscheinlich heiße ich dann nicht Julia, sondern Julian vor der Freundin. Ich stream heute mit Julian. Die sind beim englischen Ausbilder. Eigentlichen Ausbilder, nicht englischen. Eigen, ja. Ich rieche da einen Mirror. Jetzt wird's lustig, pass auf. Ich schlaf später. Aber die hat sich Metallsplitter ins Auge gehauen. Wow. Das klingt ja nicht so geil. Das klingt ziemlich böse. So. Das höre ich heute gar nicht mehr auf. Okay. Er kann eigentlich keinen Brand spielen, er könnte höchstens ein Reset spielen. Müssen wir gucken, wir setzen jetzt alles auf den Mahakammer Briganten. Jule, ich hab gerade aufgehört, Snake. Ja. Aber danke. Okay, haben wir noch eine Möglichkeit, ihn hochzubuffen? Vielleicht ziehen wir ja noch irgendwas. Wir ziehen einen Schwertmeister. Der tatsächlich gar nicht mal so verkehrt ist. Immer die Gebufften angreifen. Christi Slake. Ich mag Bayerisch. Aber es stirbt aus. Bayerisch? Jeder Akzent in Deutschland stirbt irgendwie aus. Dialekt, nicht Akzent. Ja, meine ich ja. Unterschied zwischen Akzent und Dialekt, hm? Dialekt ist in der eigenen Sprache, Akzent ist von der anderen. Akzent ist, wenn du eine neue Sprache lernst und... Ja, ich sage ja von einer anderen Sprache. Von einer anderen Sprache hast. Also von deiner Heimatsprache. Deswegen kann ich auch kein Französisch. Dialekt ist untereinander, unter den Ländern. Hi to darkness! Okay, pass auf, jetzt kommt das Manöver, der Manöver. Bam! Okay, 10 Punkte, 15 Punkte, es war nur. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum die dagegen waren, Compact. Hi to darkness! Ich wollte mal gegen rausziehen, ne? Chef, Bayermeister, mich jeder Kollege. Selbst wenn irgendwie dagegen. Ich hätte die Idee super gefunden. Ich werde mit so einem starken Magnetmeister ziehst du. Das wäre doch was. Okay. Er hat noch seinen Anführer und sein Anführer kann unsere Einheit zurücksetzen. Das ist das größte Problem, was ich habe. Sein Anführer kann uns die ganze Tour vermasseln. Scheiß auf den Anführer. Das will ich wegwerfen. Ich kann eigentlich einen 12er Ghoul wegwerfen. Hau ihn weg. Okay. Jetzt kommt auch sein Anführer hat eine so hohe Chance, eine Reset-Karte zu ziehen. Und das ist halt doof, weil wir alles auf diesen Mahakammer Briganten gesetzt haben. Und er hat eine gezogen. Ja. Ja. Das heißt, wir können aufgehen. Ah, das ist halt doof. Aber das ist unsere Schlüsselkarte gewesen in diesem Matchup. Ich kann nicht aufhören. Wieso hast du die Tüte eigentlich unten aufgemacht? Jetzt sieht es so aus, als wenn du einem Fußballer die Eier greifst, um an die Chips zu kommen. Ich hasse Fußballer. Ich hasse Fußballer. Aber ich liebe Chips. Ja gut, das war mies. Der Flüsterhügel hat so eine hohe Chance, eine Reset-Karte rauszuholen. Ich glaube, aus seinem Pool ist die Chance fast 50%. Aber er hat sowieso immer für dumm, wenn Sportler Werbung für Junkfood machen. I respect. Es ist nicht sein Ernst. Was denn? Samenbank Berlin, wir frieren, was sie ejakulieren. Es ist wieder ihr Bruder. Nee, deine Ikone wird heute 60. Okay. Warum rufst du eigentlich immer am Stream an? Chips, such du ihn, nimm die Hilfe an, Jule. Gibt's die Seite echt? Okay, wir passen. Also gibt es Chips zum Stream? Nein, es wäre lustig. Heute Rang 16 erreicht. Wollte doch noch Rang 15 machen. Nein, ist vielleicht. Ja, ist doch nicht so schlimm, ne? Hast du mal einen Rang mehr? Können wir, aber okay. Das ist mal sehr voll. Wir haben den Mahakammer Briganten wieder. Den würde ich ganz gerne wieder ganz hoch upgraden. Das heißt, der wird auf jeden Fall bleiben. Ja, könnte man machen.
Das ist jetzt... Was wolltest du denn jetzt eigentlich wirklich? Ah, wobei es geht. Das heißt, wir kriegen jetzt auf jeden Fall einen Blutflegel und was anderes raus. Knochentalismann kann ich noch nutzen, um Karten zu stärken und zu heilen. Das ist in Ordnung. Wir wollten noch morgen zum Sport, oder nicht? Ja, wir müssen auch nicht. Ich bin übrigens von dieser Bronze-Arena nicht angetan. Also ich mag die nicht wirklich. Ich finde. Wenn nicht, dann nicht. Da wurde das Gespräch belauscht. Ich finde diese ganzen, also diese ganzen Special-Arenen nicht so toll. Im Chat steht wieder, vielleicht möchte er wieder von meiner charmanten Art darauf hingewiesen werden, dass er gerade stört und auflegen soll. Er stört immer. Ein Zuschauer von uns. Oder? Beste Einsatz für den Knochentalisman. Er ist sehr angetan davon, Compact. Sehr. Sehr, sehr, sehr. Du bist der Special Guest, der jeden Tag anruft, genau. Gestern hat er nicht angerufen, das war ein Schön. Gestern hast du nicht angerufen. Das war ein Schön. Riot! Achso, ja, wir streamen nur dienstags und donnerstags. Nein. Du bist der Running Gag, ja. Naja. Jo, wir reden morgen nochmal. Ich weiß, ich bin Zuckerstückchen. Ja, es ist normal. Bis dann. Thank you. Ciao. Thank you. Let us put our steel to the test. So. Haben wir jetzt wieder Bruderuhr? Ja. Herrlich. Es gibt nichts Schöneres. Okay. Ich glaube, wenn wir diesen One jetzt verlieren, wenn wir danach noch eine normale Arena machen. Ich mag die Bronzen-Arena nicht so, ne? Wie findest du die? Oh. Ich weiß, du bist voll schlecht drauf. Ja, ich bin schlecht drauf. Und wenn ich nicht aufpasse, beleidige ich ihn. Das kenne ich. Also von dir. Must be an important lesson in this. Kriegen wir den noch irgendwie kaputt? Ach, ich hätte ihn nicht angreifen sollen. Ich hätte eine Elfenklinge ziehen sollen. Ah, passiert. Wir lassen ihn hinten schön die Reihe voll spielen und dann kommt unser Wahlharponier. Der macht Aua. Der hat verdammt viel blutige Pflege. Okay. Hi, hallo. Wo wird heute denn gekotzt? Ins Auto. Hallo, Snoop. Ich mache es ja leicht, ich flame nur hin, egal wie ja, meine das mache ich auch ist. Meistens. Ja. Arm Pirate. Aber bei Julia merkt man, ob sie es wirklich angepisst ist oder ob sie nicht angepisst ist. Das merkt man bei ihr wirklich. Das kann sie nicht verstecken. Aber ich so scheiße ehrlich bin. The sea provides. Oh, arme Julia. Hi, Pirate. Verdammte Ehrlichkeit, ja. Verstehe ich. Was ist Ihre größte Schwäche? Ich bin immer ehrlich. Ehrlichkeit ist aber keine Schwäche. Es interessiert mich ein Scheiß, was Sie von mir denken. Mach das beim Bewerbungsgespräch. Entweder Sie nehmen dich oder Sie werfen dich raus. Hurricaneer, source of the best goods. Ach, source of the best goods. Kannst du bitte damit aufhören? Warum? Weil es so anhört, als ob du in die Ecke kotzen möchtest. Oh, freilich. Nein, gut, das war jetzt schlecht. Manchmal wünschte ich, meine Schwester würde hier neben mir sitzen. Ich bin deine Schwester. Ja, Brust wie sie hast du ja schon. Ja. Der Witz wird auch irgendwann langweilig. Dir fallen einfach keine neuen ein. Genug. Erzähl mir einen neuen Witz. Irgendwas Neues, Gemeines. Hustenbonbons schmecken nicht nach Husten. Das hast du mir vor 5 Minuten schon erzählt. Ich weiß. Ich bin eh jeden Tag da, wenn Jule da ist. Siehst du? Was mit mir?
Ich gehe mal davon aus, dass er noch ein paar Soldaten hat. Das heißt, ich werde den trotzdem mal entfernen, auch wenn es jetzt 4 Punkte weniger sind. Wir haben immer noch den Kriegsschreier. Und wenn wir mit Filavandrel noch eine richtig gute Karte rauskriegen und unser Maha-Kamarodeur nochmal hochbuffen können, könnte der Kriegsschreier locker 20 Punkte erreichen. Und bis jetzt hat er nicht wirklich einen starken Zauber ausgespielt, um ihn wieder zurückzusetzen. Aber ich will trotzdem noch warten. Was ist lang, hart, am Ansatz behaart und feuchte Öffnung entdeckt? Eine Zahnbürste. Ich habe gestern geschrien, dass es dir nicht gut geht. Oh. Siehst du? True Love, sorry. Nicht True Darkness. Ja, wir nennen ihn jetzt um den True Lover. True Lover 35. Better Love Story than Twilight. Ja, es ist sowieso alles. Ich weiß, aber ich gehe so furchtbar auf den Sack. Irgendwann haut sie mich. Könnte nur passieren, dass ich den Eiskaffee über dich rüberkippe. Da komm ich hier gar nicht ran. Ich bin schneller als du. Könnt ihr da nicht rennen? Oh, er hat zu reißen gehabt. Au! Aber ist egal, ist nicht so schlimm. Nächste Klinge ist Elfenblade. Haben wir, ja, wir haben irgendwas, das wir angreifen können. Zack. Jule, tu es, tu es. Jule, tu es, alle wollen es sehen. Los, los, los. Okay. Ist natürlich böse, jetzt brauchen wir einen guten Filavandrel. Oh, ein Commander Sworn. Die schwächste Einheit aus dem Deck raus. Ich glaube, irgendwann ist nicht mehr fern. Was? Okay. Als die Hand nach oben ging, dachte ich, jetzt gibt's eine Nackenklatsche des Todes auf Darkness. Schön, wie die Leute mich einschätzen. Nein, in Wahrheit hat sie mich lieb. Und wird mich nie hauen. Nö, das stimmt. Sei denn, er spackt wieder rum. Das sagt sie nur, halt meint sie es nicht. Okay, pass auf, jetzt. Der Kriegsschreier. Boah, göttlicher Kriegsschreier. Wir setzen gerade alles auf diesen Maha-Kamm und buffen den irgendwie hoch. Das ist. Was anderes machen wir nicht und es funktioniert. Oh Mann, ey. Das ist so doof. In dem Zustand glaube ich, wenn du die Hand hebst. Wie kannst du eigentlich nicht in Witcher 3 gespielt haben? Das ist das beste Spiel, was es gibt. Vor allem die 2 DLCs. Die Sache ist, Witcher 3, es wurde sich ja gewünscht, dass wir auch noch Witcher 3 spielen auf YouTube, aber Jule wollte Witcher 3 auch mitspielen, weil sie es noch nicht, hast du noch nicht gespielt? Ja, so teils, teils. So teils, teils. Ich glaube, die DLCs hast du es nicht, ne? Ich habe viel zugeguckt. Und Jule wollte halt unbedingt Witcher 3 mitspielen, von daher müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Aufnehmen machen. Weil Witcher 3 wird ein endlos langes Projekt. Und vor so endlos langen Projekten habe ich immer Angst. Ich bin ganz ehrlich, wenn wir das streamen würden, dann kannst du vergessen. Dann müssten wir die ganze Woche streamen und müssten halt 5 Wochen hintereinander mindestens durchstreamen. Wenn wir überhaupt, na gut, wir müssen nicht alles machen, aber wir müssten halt für wirklich 5 Wochen auf Gwent verzichten und The Witcher streamen, wenn wir da durchkommen wollen. Und ich glaube nicht, dass wir das eingehen wollen würden. Okay. Uns fehlt unser lieber Maha-Kamm. Soll ich abwerfen? Irgendwann. Hat er auch mal andere Lieder in seiner Playlist. Du kannst dir jetzt ein Lied hinzufügen. Ich hab deinen Account nicht. Ach so. Und wenn ich Anime-Musik reinmache, dann weinst du. Ja, solange es nicht zu schrill ist. Naruto. Muss ich auch weitermachen. In Witcher 3 gibt's auch Gwent. Natürlich alles machen, jeden verdammten Schatz im Gewässer an Skelligen. das will ich bestimmt nicht machen. Es
ist jetzt genau die richtige Zeit, um 5 Wochen mit Gwen zu verzichten? Na, ich weiß nicht. Die Sache ist, wenn wir Witcher spielen, müssen wir uns mehr auf das Spiel konzentrieren und könnten uns weniger auf den Chat konzentrieren. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, aber... Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns so... Der CM muss umgedreht werden. Ich glaube, wir machen nicht jedes Fragezeichen, auf gar keinen Fall. Das habe ich einmal gemacht, das muss ich nicht normal machen. Wir können es auch streamen, meiner Meinung nach. Wir haben auch noch die Keys Game, was wir einmal streamen müssen. Dafür brauchen wir aber erst die 360. Tada! Wird das eigentlich ausgekeyt? Der Rand bestimmt. Der Rand, oder? Man ist... Ja, guck, jetzt sieht man es nicht. Haha, ich habe ein Loch im Kopf. Die meiste Zeit wirst du sowieso versuchen, Plätze aus Bäumen oder Häusern zu bekommen. Ah, nee, jetzt haben sie gefixt. Nein, na gut, nicht wirklich, aber... Was nicht ablegen? Ich glaube, den Elfenschwert. Okay, wenn du die Möglichkeit hättest, das Rasengan oder Kamehameha zu beherrschen, was würdest du beherrschen wollen? Also ich meine das coole Rasengan, was man auch werfen kann, dieses Shuriken-Rasengan. Kamehameha. Warum? Weil es einfach cooler ist. Warum? Warum will ich Bälle werfen? Sind sie keine Bälle, es ist ein Shuriken. Ja, das ist ein Wind, der schneidet. Das ist ein Wind, der schneidet. Warum will ich das Kamehameha können? Das kann jeder. Das kann sogar Yamcha. Und Krillin. Ja. Aber es ist viel cooler, so ein langer Strahl. Guck mal, Compact ist für Kamehameha. Kikuri ist für Rasengan. Will ich den wirklich jetzt schon töten? Okay, Vegeta oder Son Goku? Son Goku. Warum? Weil er einfach der Hauptcharakter ist. Nein. Ich mag Son Goku irgendwie mehr, weil er halt eher so, ich weiß nicht, Vegeta war. Salutations. Am Anfang ein bisschen nervig. Ja, das stimmt, aber ich fand seine Entwicklung ganz cool. Deswegen mag ich Vegeta irgendwie mehr. Die Entwicklung ist cool. Ja, zumindest hatte er eine Entwicklung. Ne? Also Goku als Kind wohl immer. Nishichi? Ach, Nishichi war ja damals auch noch ein Kind. Die haben nichts wirklich zum Hochbuffen, das ist das Schlimme. Naruto oder Sasuke? Oh, Naruto. Jetzt nicht, weil er der Hauptcharakter ist, aber Sasuke finde ich irgendwie so, oder fand ich so, bäh. Ja, stimmt. Der war so emo-like. Der war irgendwie so komisch. Am geilsten ist Isharigan. Und der Stärkste, naja, der Stärkste. Aber Goku will der Allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Mist. Ja, stimmt, haha, du hast ja gar nichts in der Hose. Gwen war aber damals schon eine coole Zeit. Folge findest du lustig, wie die in Japan abgehen mit Dragon Ball. Okay. Will ich die Pflanze triggern? Die Pflanze würde jetzt wahrscheinlich weniger Schaden machen als auf einer langen Runde. Ich hätte die früher kaputt schießen sollen. Ich wollte unbedingt den Mahakam-Briganten rausholen mit einer Chance. Wie viele Elfen hat der eigentlich noch? Moment, warte. Wir könnten jetzt vielleicht einen Brand kriegen. Okay, kein Brand. Decoy oder letzter Wunsch? Ich würde sagen, letzter Wunsch. Wir hätten einen Brand kriegen können und dann hätte er gerade 30 Punkte verloren. Das wäre so gut gewesen. Aber wir mussten halt leider was Schlechtes ziehen. Wir mussten halt leider was Schlechtes ziehen. Ich hätte eine starke Karte hochbuffen sollen, dass sich unser Kriegsschrei wechseln lohnt. Na egal, dann kann ich alles haben. Jetzt wird natürlich genau der getroffen. Ich glaube, diese Runde werden wir verlieren. Aber es ist mir egal. Wenn der Mann was sagt, auch wenn keine Frau anwesend ist, hat er trotzdem Unrecht. Das stimmt. Gab ja gestern so eine lustige, hast du bestimmt gar nicht mitbekommen, diese Diskussion auf Twitter, oder? Nee. Es gab auf Twitter eine Feministin, die den Hashtag, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Hashtag hieß, ich habe das schon wieder komplett vergessen, Männer sind Schweine oder so, verbreitet hat. Okay.
Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist genauso wie zu sagen... Die ich dir geschickt habe. Ja, das ist genauso wie zu sagen, alle Ausländer wären kriminell. Das ist so eine Verallgemeinerung, die ich halt irgendwie nicht nachvollziehen kann. Und ich denke mal, selbst als Feministin wird sie männliche Freunde haben. Und wenn nicht, nein, dann wird sie wahrscheinlich ein Feminazi sein. Und das ist nicht schön. Ich würde mich auch als sehr emanzipiert und vielleicht sogar ein bisschen feministisch tendierend einstufen. Aber ich würde jetzt nie so komplett sagen, so pauschalisieren, Männer sind alle Schweine oder mimimi, bla bla bla. Männer kotzen mich an. Er kann sich mit dem einen 9er oder einen 10er wiederbeleben. Das heißt, 11 Punkte kann er noch machen und da kommen wir nicht rüber. Also ich mag diese extreme Art vom Feminismus halt auch nicht. Nein, da kommen wir nicht rüber. Schade, wir haben verloren. Na, ich verstehe sowieso nicht, was sie damit erreichen wollen, wenn sie halt die andere Gruppe runter macht. Jetzt kann man ja sagen, ja, Männer haben auch vor vielen Jahren Frauen niedergemacht, aber... Ja, aber das heißt ja nicht, dass man es ihnen gleich tun muss. Ja, dann ist man, macht immer dieselben Fehler nochmal. Ja. Ah ja. Ich glaube, vor Kamehameha würde ich aber noch lieber Kamun können. Das Kamehameha hinterlässt Spuren, wenn mich einer nervt. Ja, also wenn du so vor Convex einfach so ein riesen Krater, der nach gerade vorne geht. Was hast du gemacht? Nichts. habt ihr gewusst, dass es mir gibt, Snake Venom ist höchstprozentiger als Whisky mit 67%. Es gab, glaube ich, mal ein Bier aus Finnland, soweit ich weiß, dass da wurde um die Flasche ein totes Eichhörnchen rumgepackt, so als, wir machen keinen Porn of the Kings. Wir machen eine klassische Arena wieder. Und das hatte auch irgendwie so über 60% an Stärke als Bier. Will ich einen Steffen wirklich haben? Steffen ist gut. Steffen kann uns das ziehen, was wir haben wollen. Rimdi ist gut. Joachim ist, das sind nur gute Karten. Was wollen wir nehmen? Kein Pawn of the King. Ich will nach Hogwarts. Ich glaube, will ich einen Jermaine haben? Eigentlich nicht. Will ich einen Rimdi haben? Ich spüre den einen oder anderen Gaunter in deinem Deck. Wir nehmen keinen Gaunter. Wie kein Pawn of the Kings. Nee, ich finde die, also ich finde diese Special-Arenen, wo du nur eine Farbe hast, finde ich am langweiligsten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich will wieder was Besonderes wie Mimikry haben. Mimikry war lustig. Das war bis jetzt der beste Arena-Modus, den sie hatten. Ich bin für Lambert 4. Wollen wir die Leute wieder entscheiden? Nein. Wir lassen die Leute nicht entscheiden, das dauert zu lange jetzt. Heute nicht. Wir machen jede Woche eine. Joachim, ich nehme an Joachim. Joachim ist gut. Jungle Fred und an die Wellen. Fred muss mit. Wir haben bis jetzt keinen weiteren Zauber. Wir könnten uns aber auch Vampirblut holen oder eine Vess. Aber Vampirblut ist gar nicht mal so verkehrt. Ist halt auch ein Item, ne? Ich nehme mal Vampirblut. Das bringt meistens genauso viele Punkte wie Vess. Entweder Mylène oder Plötze. Plötze. Mylène ist halt so abhängig. 2. Ach komm, Jule, warum nicht? Ach komm, den blutigen Baron, na los. Nee, wenn ihr mich den würde ich immer den Igni vorziehen. Ich mag Igni, aber ich mag auch Kar hier, wenn ich ehrlich bin. Also einer von den beiden wird's. Die Frage ist, was wollen wir eher? Wollen wir einen Brand haben? Kar hier ist so vage. Ja, Kar hier muss heute der Anführer gestorben sein. Weiß ja nicht, was du für einen Anführer kriegst. Ja, kannst auch nicht so schlecht. Und Geralt Igni ist besser. Guck mal, jetzt mal Lambert genommen. Wieso, weil wir jetzt auch noch ein Wesemir haben? Mhm. Ich glaube, ich nehme Brand. Brand ist die beste. 12 Punkte flat. Ist in Ordnung. Okay, hier ist Zerreißen könnte ganz gut sein. Weil die anderen Karten sind nicht wirklich toll. Entweder 10 Punkte oder ein Zerreißen. Nämlich ein Zerreißen. 2-2. Oh, guck mal, eine Nova. Ich finde es lustig, wie langsam sich so alles animiert bei uns, ne? Muzzle. Muzzle top ist beste. Ida. Compact hat schon mal seine Tipps abgegeben. 3, 2, 1. Mein Tipp für die nächste. Okay, wir gucken mal. 3. 3 wäre jetzt ein allerbester. Nee, nehmen wir nicht. Wobei allerbester ist, glaube ich, hier sogar die beste Karte. Wir könnten auch eine Karte aus unserem Deck abwerfen, mal wollen wir es wirklich tun.
Ah, mit dem Allerbesten. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Bender Griff ist natürlich auf einer langen Runde relativ gut. Lambert wird uns kaum was bringen. Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Was ist euer Lieblingsfeiertag? Wollen wir einen Morgen Faustschild oder einen Wendegriff nehmen? Ich meine, Mormon ist halt keine schlechte Karte, aber die kann halt so... Im Wendegrift. Ah, der Gegner kann es vielleicht wissen. Nein! Wir hätten Detmold nehmen sollen. Joachim können wir auch nicht nehmen, wegen Schubgefahr. Das heißt, die schwächste Karte aus dem Deck, die wäre jetzt erstmal eine Ida. Müssen wir vorhin nur auf jeden Fall eine Goldkarte ausspielen. Expired Alien, damit rechnet kaum jemand. Dann musst du schnell ein Geschenk noch für dein Vibe holen, die freut sich. Hoffe, ihr könnt euch das merken. Keine Angst, kommt weg, wir können einfach nachgucken. Ich. Sind. Noch knappe 4 Monate. Habt ihr schon Geschenkideen? Wir hätten Eskel nehmen sollen. Nö. Ich finde Weihnachten eher. Also, ich finde diesen Drang, immer was zu schenken, finde ich so doof. Hast ja keinen Drang, ich mach's gerne. Ja, aber die Frage ist was? Oh, wir haben ja auch eben, das heißt ein Rainfall ist gar nicht so schlecht. Muss ja immer nur was Kleines sein. Jetzt können wir ein Jermaine picken. Haben wir, wie viele Soldaten haben wir? Was sind Soldaten? Weihnachtsmann und Koka-G. Wir haben einen Soldat, oh Gott. Dann reden wir halt wieder übers Kotzen, mir doch egal. Weihnachtsmann und Koka-G mochte ich tatsächlich nie. Wir haben schon einige Soldaten. Die Frage ist, ein Goliath als Finisher besser oder als ein Soldat besser? Könnt natürlich auch einen Vincent nehmen, ne? Warum heißt er eigentlich Mais? Vincent Mais? Gibt's nicht so einen Sänger, der heißt Vincent Weiss? Weiß ich nicht, der heißt einfach Vincent Mais, weil Vincent Mais heißt. Hab ich da Kotzen gehört? Na, hast du? Heute eine Switch bekommen für meinen Abschluss. Oh, ich mag die Switch. Geschenk von Dell hat er schon. Ah, ich überlege jetzt. Ich will da natürlich. Also, ein Soldat raus aus dem Deck rausholen ist eigentlich relativ gut, ne? Weil wir haben ein paar Soldaten, die wir holen könnten. Vincent würde uns nur mit einer Karte was bringen. Goliath wäre nochmal ein starker Finisher. Aber Goliath wäre halt früher, wenn du ihn früher ausspielen müsstest, relativ schwach. Kotzen sagt man auch hin und wieder zu Katzen in Österreich. Kann mir gar nicht vorstellen, warum das ausstirbt. Kotzen? Österreichisch ist sowieso eine lustige Sprache. Weißt du, was Paradeiser sind in Österreich? Ich hab keinen Bock jetzt darüber zu reden, was Paradeiser sind. Tomaten. Hättest nicht gedacht, ja? Okay, ich will nicht noch einen zweiten Rain fahren, bringt uns sowieso gar nichts. Philippa oder Vernon? Ah, Philippa ist eigentlich besser. Vernon müsstest du ja speziell ein Deck drum herum bauen. Oh, das ist hart. Wir haben bis jetzt kein Bronze-Item. Der wird sofort weggemacht, ist aber auch eine Bedrohung. Oder ein Carryover. Aber Carryover ist, finde ich, nicht wirklich stark. Okay, wir haben Vampirblut schon. War da Makar, Manticore oder Monsternest? Ich würde fast auf Monsternest plädieren. Okay. Ich jetzt nicht ein. Kian ist, wieso was denn? Fleischlarven sind. Oder Wiener Würstchen. Wiener heißen, glaube ich, in Österreich gar nicht Wiener Würstchen. Die haben einen anderen Namen. Es gibt doch schon einige lange Spiele für die Switch. Ja. Air Squad. Zelda. Also wenn Zelda nicht lang ist, dann... Frikadellen. Dark Souls gibt es auch. Will ich einen Chila? Chila, das ist halt so ein Whisky. Ich glaube, ich nehme lieber einen Kian. Kian ist Safe Pick. Ein Champion. Monsternest, wobei jetzt ist eh egal, wir können auch ein zweites Monsternest picken. Aber brauchen wir ein zweites Monsternest unbedingt? Also wir haben eine Menge Special-Karten. Oh, Anführer. Was würden wir hiermit aus dem Deck rausholen? Einen Goliath, einen Jermaine oder einen Jungle Fred? Und weißt du, was Frikadellen in Berlin sind? Was denn? Hau raus. Buletten. Es gibt einen Unterschied zwischen Buletten und Frikadellen, oder? Soweit ich weiß, doch in der Zubereitung. Ah, ist doch egal. Frankfurter. In
Berlin sagst du nicht Frikadellen. My dynasty will reign for 1000 years and longer. For Skellige's glory! Also irgendwie Bock auf Frikadellen. Ich auch. Kartoffeln. Kartoffeln. Das kennt man ja wohl. Okay, jetzt holen wir auf jeden Fall einen Goliath raus. Den will ich nicht haben. Huwerfer ist eigentlich auch nicht so toll. Joachim will ich eigentlich ablegen, aber Rainfahren. Na, sonst ist Rainfahren halt eine tote Karte. Ich leg die nochmal ab. Holt die schwächste Karte aus dem Deck raus. Got business for me? Ha, got business for me? Revolution is inevitable. Ich frag mich natürlich, wie auf die Idee kam, Fleisch zu. Ja. Malen, also klein zu häckseln. Ja. Und daraus dann Kügelchen zu formen, um die dann zu braten. Oder zu kochen. Ich frage mich, wie auf die Idee gekommen ist, Tiere abzuschlachten, sie klein zu metzeln und ihren eigenen Darm zu stopfen. Das ist noch viel schlimmer. Also von daher. Also, schwa. Weißt du, woraus Leberkäse besteht? Aus was? Ich glaube, Leberkäse waren geschredderte Kniescheiben das oder so. Das ist okay. Ich mag Leberkäse. Oh, jetzt ein Leberkäse mit Spiegelei drauf. Ich bin halt, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so. Das Tier hatte bestimmt ein glückliches Leben, seine 5 Minuten. Na, das nicht, aber das muss ja auch verwertet werden. Und es wird schon viel zu viel weggeschmissen. Okay. Jetzt kriegen wir ein. Eine Ida hier mit raus. Okay, hat einen Kian abgeworfen, wollte irgendwas von uns kriegen. You're coming with me, dead or alive. Ja, fährt recht aus. Bratwurst, einfach grausig. Das neue Motto der Fleischerei für Bratwurst, einfach grausig. Kann mir auch vorstellen, dass also in so ganz günstigen Bratwursten alles möglich drin ist. Ja, nur aus Hautresten. Ich finde sogar. Hm, 15 Punkte müssten wir aufholen. Das wäre halt hart mit einer Karte. Weil zur Not können wir auch noch eine zweite ausspielen. Aber wie gesagt, das muss ja auch irgendwie verwertet werden und das alles halt auf dem Müll landet. Die Frage ist gerade, was er für eine Goldkarte von uns bekommen hat. Weißt du, was ich jetzt mache? Vampirblut in Ghoul würde reichen. Ha. Na? Jetzt braucht man Gerald Egni und wir haben Arschkarten. Nee, schafft er sogar nicht mit Gerald Egni, weil wir nur 24 Punkte hinten haben. Das heißt, wir dürfen jetzt nichts mehr nach hinten spielen. Ah, wieder schöne Hobbit-Musik. Greetings. What is it? Er hat einen Champion of Hoff. Oh, you sniveling sack at him. So that's how it's gonna be. Yeah? Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme raus. Die Frage ist, was ich jetzt opfern will. Jermaine könnte problematisch werden. Den Seed Support könnte er ganz einfach mit Champion von Hoff machen. Ich spiele mal Joachim. Das war vielleicht ein Fehler, weil wir uns in Rainfall nach oben gelegt haben, aber ja. Wow. 16 Punkte. Das war ein ziemlich perfekter Zier. Wieso habe ich mir jetzt einen Rainfall nach oben gelegt, wenn ich jetzt eh schon Joachim ausgespielt habe? Messer rein, Gedärme raus. Ja, ja. Messer rein, Gedärme raus. Ist das komisch? Vorgesetzt mit Leber und Nieren gespielt, sich gegenseitig zugeworfen. Wie die Würste machen muss. Ich denke auch, wenn du da eine Weile arbeitest, ist das. Das ist einfach Alltag. Du gewöhnst dich dran. Wem die Niere runtergefallen ist, der musste Würstchen machen. Die Niere hat dann extra gekostet, weil da noch eine Kruste drauf war beim Verkauf. Shame, I have no time. Ich glaube, die Niere wird gar nicht verwendet. Dim, 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 dim. Ah, wer weiß. Er hat einen gebufften Champion auf der Hand, das gefällt mir nicht. Aber er hat 2 Karten weniger. Das gefällt mir sehr. Dim,
Das Problem ist jetzt, wir haben Wayne-Fahnen auf der Hand und kein Spion mehr im Deck, weil wir nur einen Joachim hatten, ne? Ja, ein 10er Wayne-Fahnen, ist das trotzdem besser? Ach so, sonst wird alles verwendet, was man rausholt. Okay. Ja, ist doch okay. Ich meine, besser als alles wegzuwerfen, ne? Na gut. Wenn man Tier benutzt, dann schon wenigstens vollständig. Danach wird sowieso alles weggeworfen. Okay. If anyone asks. Oh nein, jetzt sieht er, dass wir einen Expired Ale haben. An sich finde ich Envy ja cool, aber dass die Jungs immer so schreien müssen. Jetzt wird er natürlich nicht um Expired Ale herumspielen. Nilfgaard schreit, ich finde, es gibt ganz andere, die mehr schreien. Nilfgaard ist noch eine leise Fraktion. Eine ganz leise. Aber wenn er alles in einer Reihe spielt, kriegen wir vielleicht ein gutes Gerald Igni hin. Na, ein Assassiner. Your humble servant. Spielt alles in einer Reihe jetzt, oder? Nein. Oh, das ist gut für mich. Ach ja, ich sag ja nur Alva. Ich finde aber, glaube ich, Skellige und nördliche Königreiche schlimmer. Ha, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Skellige schreit wirklich am meisten. So, die kommt raus. Die kann ich hier nicht mehr gebrauchen. Okay, ein 10er Champion auf der Hand. Das wird ein Problem eben. Aber wir spielen die letzte, allerletzte Karte aus. Und das ist gut für uns. Gerald Igni könnte nur eine sehr schnell eine tote Karte werden, wenn der Gewürfel uns jetzt auch nicht mehr wirklich viel bringen. Noch Monster Nest. Raus. Das ist aus den Simpsons. Will ich einen Gerald Igni oder einen Wendergriff ablegen? Die Simpsons bringen übrigens, oder der, die machen Wendergriff. Von den Simpsons bringen übrigens einen neuen Film raus. Noch ein Simpsons-Film, ne? Ja. Habe ich irgendwo gelesen, ne? Der erste war ja echt lustig, aber den kannst du ja auch nur einmal ansehen. Exactly what I'd hoped for. Wieso? Weil ich ihn danach irgendwie nicht mehr so lustig fand, wie beim ersten Mal. Ja, aber ist halt alles schon kennst. Ja. Komödie ist halt das Problem an Komödien. Komödien kannst du dir nur einmal angucken, ne? Weil dann kennst du die ganzen Witze schon so. Dann hast du halt keine Lust mehr auf Komödien. Wohingegen, wenn du irgendeinen Actionfilm oder so guckst, dann kannst du dir halt mehr angucken. Wenn Spider-Spein wieder vorkommt, taugt der Film. Safe Call. Spider-Pig, Spider-Pig. Das, whatever Spider-Pig does. Okay. Er hat eine Philippa bekommen. Ah, das wird ziemlich haarig. Why have you summoned me? Freue mich auf die Family Guy Movie. Das Problem ist nämlich, dass sein Champion extrem hart ist. Ich, ehrlich gesagt gar nicht so doll, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das da sehr übertrieben wird. Die Frage ist, wird ein Uncrate mit einem Goliath mehr Punkte machen als ein Champion auf Hoff? Ja. Wir kriegen noch einen Sieg. You've got the heart. Oh ja. Darum habe ich den genommen. Ja, ich hätte Gerald irgendwie weglegen sollen auf der kurzen Runde. Family Guy Movie bin ich auch gespannt. Also Family Guy funktioniert halt, weil es so kurze Folgen teilweise sind, aber so ein Film ist halt immer schwerer umzusetzen. Ich habe halt das Gefühl, immer wenn der Film macht, der Typi, übertreibt der maßlos. Ja. In allem. Family Guy ist auch manchmal so ein bisschen übertrieben, dass es nicht lustig ist. The gate must be secure. You've got the heart of an uncrate. Slake ist unheimlich. Slake schmiert sich mit Blut ein. Okay. Jeder hat seine Hobbys. Wir urteilen nicht Slake, keine Angst. Das ist schon okay, wenn du deine Mist. Besondere Duftmarke brauchst. Kann man sich auch mal mit Blut einschmieren. Moschus. Bloody Mary. Oh Mann. Ja, das ist ein Metzger. Metzger sind, vielleicht sind die auch schon durch, weil die ganzen Tiere umbringen. Wobei, kommen die, also ich glaube nicht, dass Slake die selber umbringt, oder? Die kommen doch bei den Toten an. Nee, die kommen schon tot an. Also von daher. Ich habe es gekostet. Sonst hättest du ein Pferdeherz wild gegessen. Ich glaube nicht. Diese gute Pferdeherz-Szene.
Die war auch so dumm. Die fand ich wirklich dumm. Die darf nicht kotzen, die darf nicht kotzen. Weißt du, du sitzt einfach nur so kotz, 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 kotz. Und dann kotzt die Alte nicht. Ja. Dann labert sie noch in irgendeiner Sprache, die du nicht verstehst. Au, die hätte safe gekotzt, also sorry, aber... Passen? Ja. Wenn du den ganzen Mund voller Blut hast, musst du kotzen. Der Noob ist jetzt wieder da. Das war eigentlich nur ein riesenroher Gummibär. Das ist ja noch viel ekliger. Ich frag mich, bestimmt so Gummibär, die in das Wasser gelegt haben. Kennst du das, wenn die sich richtig vollsaugen? Hab ich ja schon mal zu essen gegeben. Okay, hat gepasst. Das heißt, er muss jetzt trotzdem noch eine Karte ausspielen. Also so ein riesenroter Gummibär, da hätte ich auch gekotzt, glaube ich. Die Sache ist... die gefallen mir beide nicht, ich leg den eher ab. Gerald irgendwie ist gut. Die Sache ist, will ich Steffen diese Runde noch ausspielen? Oder hallo Cranky Neo. Will ich da irgendeinen riskanten Versuch machen? Eigentlich würde ich ihn diese Runde ganz gerne noch ausspielen. Ja, das blitzt auch aus. Okay, was will ich nach ganz oben legen? Eigentlich ist Brenner die beste Karte. Oder wollen wir Safe Goliath picken? Und nach der Szene war sie so voller Kunstblut, dass sie am Sitzkringel vom Klo festklebt und jemand muss ihr hochhelfen. Das ist in Ordnung für mich. Den Golem können wir ablegen. Naja, das Problem ist, in Berlin findest du nicht wirklich Metzger, die selber schlachten. In Bayern gibt es davon auch richtig viele. Aber in Berlin findest du das nicht. Da kriegst du wirklich nur diese ganze Massenabfertigungs-Scheiße. Wo willst du auch in Berlin schlachten? In Brandenburg. Bestimmt nicht Neukölln, da hast du da einen riesen... Hast du eigentlich von dem, es gab... Ich weiß gar nicht, wo das genau war. Auf jeden Fall gab es irgendwo eine Veganer-Demo vor einem Metzger, weil der halt Fleisch verkauft. Und die haben halt, oder beziehungsweise der Metzger, hatte davon die Schnauze voll und hat die mit Fleisch angegriffen. Eiskalt beworfen. Nee, er hat die mit einem Stück Fleisch verprügelt. Da musst du auch erstmal. Salutations. Okay, nächste Runde, Jermaine. Ich spiele immer wieder die letzte Karte aus, das ist auch gut. Okay, hau rein, Kikuri. Tschüss. Wir sind erst Montag wieder da, wenn du da überhaupt Lust hast. Montag. Begone, you devils. Begone, you devils. Ja, ist auch mein Humor. Klingt nach meinem Humor. Kann man das so richtig vorstellen, wie er das Bein vom Schwein genommen hat, das so angewinkelt hat und als Bumerang durch die Menge geworfen hat. Ja. Wetterklee ist natürlich auf einer langen Runde schon relativ doof. Wettereffekt ist auf einer langen Runde schon relativ doof. Auch wenn wir jetzt nicht so viele Punkte kriegen. Puppe kommen, nur ausweiden. Ja, also Schlachthof ist ja nochmal was anderes als in der Metzgerei, ne? Man kann beides kombinieren, muss man aber nicht wirklich. Aber es ist heutzutage zu ineffizient. Ja. Ja, damit will ich eigentlich noch warten, auch wenn wir jetzt einen Einser haben. Wenn man ab und zu mal vegetarisch ist, ist das eh sehr gesund. Haben wir noch eine Alchemie-Karte? Ne, wir erschaffen eine. Und Vampirblut gefällt mir relativ gut. Was kriegen wir raus? Ein Ghoul. Ein Ghoul gefällt mir auch relativ gut. Ich hab voll Bock auf Würstchen. Oh, wir haben nichts zum Fressen. Hops. Na egal, waren trotzdem relativ guter Kian. 16 Punkte Kian. Also von daher... Nein, das ist kein Sarkasmus, Cranky Neo, das ist wirklich so. Na, irgendwie muss man ja tricksen, ne? Okay, hat noch eine verdeckte Karte. Was hat er, wieso ist seine Pflanze kaputt? Ah, egal.
Magst du Würstchen im Darm mehr oder ohne? Ich glaube, ich mache da keinen großen Unterschied. Echt? Magst du die Wammeligen mehr oder die Knackigen? Würstchen ist Würstchen. Ist natürlich doof, dass der jetzt 19 Punkte hat. Ich glaube, Würstchen ist Würstchen, das sagst du zu den Frauen auch immer, oder? Das ist gerade richtig gut, dass er den gesnackt hat, weil jetzt kann die Rüstung da entfernt werden. Ah, Würstchen ist Würstchen. Da macht man keinen Unterschied, da beißt man rein. So, ich verkaufe heute Philipp. Wer bietet mehr für Philipp? Los! Ich glaube, keiner. Startgebot liegt bei 1 Euro. Wer bietet 2 Euro? Ich glaube, keiner bietet dir was für mich. Los, los, bietet für Philipp! Keiner bietet dir was. Der Seed Support hat sich schon gelohnt. Der ist stärker als jede andere Goldkarte, die wir momentan spielen. Yes, du. Startgebot liegt immer noch bei 1 Euro. Keiner will Philipp kaufen. Er ist auch nicht so durchtrainiert. Man kann ihn gut verwerten. Leidigst du mich jetzt auch noch? Ich biete minus 2000 Euro. 1,50! Pirate hat 1,50 geboten. Wer bietet mehr? Ich steige aus. Los, guckt euch das Gebiss an. Es ist ein super Gebiss. Wenn du mir 1000 Euro gibst, dann würde ich ihn nehmen. Außerdem hat er noch einen guten Haarwuchs. Also wenn jemand mal ein Toupet braucht. Na? 1,51! 1,52! Cranky Neo bietet 1,53. No. Wer bietet mehr? Was denn? Ich krieg schon 1,53 für dich. 1,54. Zählt das als Prostitution? Nein. Er hat auch riesen Füße. Ach, ich kann also wenn ihr mal irgendwo irgendwas platt machen müsst, braucht ihr euch gar kein Werkzeug dafür holen. Lasst ihn einfach übers Feld laufen. Eine Wurst vom Metzger. Okay, ich nehme die Wurst vom Metzger. Okay, langsam wird es ein bisschen viel. Ich verkaufe Jula, sie hält nie die Klappe. Aber man kann sie in die Ecke stellen. Sieht sie aber noch als Staubfänger. Flugticket am Bodensee, dann stream mal hier. Jawohl, ich streame Seebayer. Oh, guck mal, für mich 1000 Euro. Ciao. Oh, warte, das sind 10.000. Für Julet. Slake nimmt's. kannst du rennen? Dann schicke ich dich dahin und musst dann wieder ausbrechen. Aber 10.000 ja, Euro. Ja, 1,450 für Philipp. Oh Mann, ey. Close ranks. Also, blaue Rosen ist ganz schön schlimm. Magst du keine blauen Rosen? Weißt du, wie die gemacht werden? Gefärbt. Ja. Und? Ich mag keine gefärbten Blumen. Du, du, du. Ich als Floristin mag keine gefärbten Blumen. Was ist deine Lieblingsblume? Ich mag Hortensien. Eigentlich mag ich auch Lilien, aber die stinken mir zu doll. Maiglöckchen, finde ich den Geruch sehr schön. Aha, aha. Ja, was gibt's denn noch Schönes? In der Weihnachtszeit Amaryllis, Ranunkeln im Frühjahr. Ich weiß, dass jetzt, glaube ich, jeder von den Zuschauern, fast jeder von den Zuschauern sagen wird, hä, die Pflanzen kenne ich gar nicht. Ja, komm, ich könnte Philipp auch einen guten Buchsbaum-Tee machen. Phil zockt dann meinen Account und boostet mich was. Stand and fight. Wow. Für 1,54. Für 1,54, ja, für 1,54. Gibt's, spiele ich, da muss ich aber so viel spielen. Dann spiele ich wahrscheinlich mehr als meinen eigenen Account. Wir sind, glaube ich, immer noch Rang 19, weil ich seit 3 oder 4 Tagen wieder kein Rank gespielt habe. Aber ich hatte ja auch ein Date. Ja, er hat ein Date. Eigentlich nicht wirklich, aber, ja. Achso, Niklas hatte übrigens wirklich sein Monet. Ja, und wie geht's ihm jetzt? Naja. Naja, heißt? Schon wieder besser. Ach komm, der wird weggeblitzt. Aber sagen wir nennen, da brauchst du ja gut 1-2 Wochen, bis das wieder. Naja. Bis du wieder auf Beinen bist. Ja. Das ist halt der Nachteil in so einem Moment. Aber Vorteil ist, er ist sowieso ein bisschen moppelig. Das heißt, jetzt macht er erstmal eine radikale Blutschuss-Diät. Ja, Blut scheißt er nicht mehr. Ich könnte mit Kiam versuchen, eine Reset-Karte zu kriegen. Oder ich mache den komplett kaputt, aber es würde für den Punkt nicht reichen. Glaube ich, geh jetzt mal aufs Klo. There is no good nor evil.
Only pain. Naja, hast du noch das Beste. Zack. Das war eine Reset-Karte, das zählt. Gegengifte. Nimm lieber Fingerhut. Oder Eiber. Kannst du auch nehmen. Ich glaube, Fingerhut ist nochmal ein bisschen giftiger. Es gibt viele giftige Pflanzen. Es gibt sogar sehr, sehr giftige Pflanzen. Buchsbaum geht sogar. Du kannst auch, wie hieß die nochmal? Hier der Goldregen. Hm? Meine Ausbilderin war damals ein bisschen um mich besorgt, weil ich kannte jede Giftpflanze auswendig. Ich mag übrigens auch Fuchsien sehr gerne als Balkonpflanzen. Ah, oh. Also wenn ihr... Ich mag... Keine Ahnung. Aber es gibt viele Balkonpflanzen, die ich mag. Ich mag auch Lavendel. Viele mögen Lavendel, ich auch. Ich mag Lavendel. Was ist die schwächste Karte, die wir jetzt rausziehen? Dieses kalte Grau und dieses Lila passen einfach super zusammen. Philipp hat auch Garten- und Landschaftsbau gelernt. Ich glaube, wir würden uns eine Burner rausziehen, oder? Nein, Joachim, wenn wir uns rausziehen. Okay, ist trotzdem in Ordnung. Ein 17er Champion, das ist jetzt natürlich haarig. Ich mach trotzdem Udrim weg. Ja, das war nicht das, was ich ziehen wollte, das waren zu viele Punkte. Meine Lieblingspflanze ist Cephalus aus Monkey Island. Die gibt's in Wahrheit nicht, es tut mir leid. Nicht jede Pflanze im Spiel gibt's im echten Leben. Ich werde jetzt eigentlich nicht meine starken Karten raushauen, wobei Fred kann ich noch raushauen. Ich hätte jetzt so gerne einen Geralt Igni für die letzte Reihe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 4-7er. Habe ich aber leider nicht. Geralt Igni ist noch im Deck drin. Das ist doof. Habe ich kotzen gehört? Ich glaube, wir haben... Wieso greift er die Karte im Wettereffekt an? Aber wahrscheinlich, weil er vielleicht auch einen Geralt Igni hat oder so. Oh, ich weiß nicht. Arena ist irgendwie merkwürdig. Das ist nicht wirklich schlimm. Aber ich glaube, ich erzeuge mir jetzt mal ein bisschen Baba Ghazi. Da haben wir noch was für die nächste Runde. Wir ziehen sowieso wieder einen Goliath, also selbst ein Schub kann ihn nicht mehr retten. Okay. Na, ich bin weg in der Küche mit dem Handy. Okay, Slake. Schreibt mir, wenn jeder wieder da ist. Hab den Chat mit am Laufen. Jule braucht nicht lange. 5 Minuten oder so, dann ist sie wieder da. Und er hat aufgegeben. Na. Heute ist irgendwie komisch. Die Pflanze heißt im Deutschen Brechwurzel. Wow. Vielleicht wurde der Brechwurzel. Ach, keine Ahnung. Brechwurzel, also man kennt natürlich nicht alles so. Brechwurzel habe ich nicht, noch nie gehört, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt aber auch so viele Rhododendron-Arten, Moosarten und ja. Also von daher. Nimm eine Glock, wenn du ziehen kannst, hilft auch kein Gegengift mehr. Ich fand, es gab ja damals diese furchtbar traurige Geschichte, dass es in Amerika 2 YouTuber gab. Einen Mann und eine Frau. Die Frau war schwanger. Und die wollten vor einem Prank-Video, hat sich der Mann ein Buch vor die Brust gehalten. Und die Frau hat mit einer, ich glaube, es war sogar eine Glock. Mit einer Glock hat die Frau auf den Mann raufgeschossen. Und der Mann ist gestorben, weil sie nicht wussten, dass die Kugel durch dieses Buch durchgeht. Hey Psy! Und das, meine lieben Kinder, nennt man natürliche Selektion. Tja. Darwin Award. Es gibt so lustige Dinge beim Darwin Award. Ich habe mir mal durchgelesen, wer den sich alles so ein bisschen verdient hat. Also da gibt es schon, da muss man wirklich sagen, da gibt es halt schon so ein paar lustige Sachen.
Na, ah, die könnte ich halt wegmachen. Will ich die wegmachen? Ja, Aula. Champion ist halt so gut eigentlich. Ach komm. Wie blöd kann man nur sein? Jule ist noch nicht da. Nee, Jule braucht... Die ist wahrscheinlich kacken. Die braucht dann immer so lange. Die ist gerade auf dem Weg zu dir, Slake. Für 10.000 Euro hat sie gesagt, kommt sie vorbei. Dum, dum, dum. Oh, und tschüss, Plötze. Wir haben nicht gelästert. Ich habe gesagt, du bist auf dem Weg zu Slake für 10.000 Euro. Du hast gesagt, ich war kacken. Ja, du warst auch kacken, oder? Wolltest du das wissen? Ja, weil du so lange weg warst. Vielleicht musste ich auch einfach meinen OB wechseln. Oh, sag mir bitte nicht, dass ich den Mülleimer wieder rausbringen muss. Okay. Ich glaube, das hättest du mir gesagt. Ich komme in Rank nicht mehr nach oben. Das Beste, was man machen kann, wenn man gerade nicht weiterkommt und Rank, ist eigentlich sich immer eine Pause gönnen. Damit man wieder frische Luft hat. Die Frage ist, was will ich jetzt spielen? Monsternest ist keine gute Karte. Allerbester will ich mir eigentlich aufheben. Joachim wäre jetzt ein Overkill. Ach komm, weißt du was? Ich erschaffe mir einfach mal einen ganz schlechten Carryover, um ihn so ein bisschen zu locken. Ich hänge gerade bei 18 fest. Hearthstone. Oder mal was anderes spielen aus der Gwent. Hearthstone. Hearthstone bin ich tatsächlich gerade kein richtiger Freund von. Ich bin kein Freund von dir. Aber wir sind doch Freunde. Du hast mir nicht mal erzählt, wo du Mittwoch hin, Dienstag hingegangen bist. Ich bin nicht weggegangen. Hast du hier einfach frei gemacht? Er hat sich einfach einen Foul gemacht, okay. Ich hab ja gesagt, ich bin nicht weggegangen. Du hast gesagt, du musst was erledigen. Ja, hab ich auch. Was denn? Bringt jetzt eh nichts weiter zu spielen mit der Morvacat. Ich hab irgendwie, wenn ich meinen Kopf drehe, hab ich hier Schmerzen. Migräne? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Zieht sich bis hinter das Auge. Vielleicht ist dein Date ja auch zu ihm gekommen. Game of Thrones Mucke. Ich finde die eigentlich relativ schick, die Game of Thrones Mucke. Also mein Date ist am Dienstag gefloppt. Echt? Ja, weil Niklas Salmonellen hatte. Echt? Ja, wenn der kleine Bruder Salmonellen hat, muss man den Eltern ein bisschen helfen. Da geht wieder nichts, Moment. Okay. Die Frage ist, was wollen wir rausholen? Joachim will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich eine Brenner nach oben packen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil die ist halt mit 5 Punkten extra. Nicht von schlechten Eltern, wenn ich ehrlich bin. Nicht von schlechten Eltern. Das Schlimme ist wirklich, wenn man... Also manchmal hat man einen guten Lauf, ne? Dann sollte man halt den guten Lauf ausnutzen. Manchmal hat man aber, ich behalte die Karten alle so, manchmal hat man einfach verloren. Und wenn man häufiger hintereinander verliert, sollte man meistens eine Pause machen, weil dann ist man halt zu gestresst und nicht mehr so konzentriert. Ach, Slake, das ist alles sehr nett, aber nimm's mir nicht übel. Ich glaube, du bist nicht mein Typ. Sie ist Vegetarierin, sie mag es nicht, wenn Leute mit Schweinchen rumwerfen. Touché! Deswegen wollte ich vorhin auch Würstle. Vegetarische Würstchen. Meinst du, das ist möglich, dass sich eine Vegetarierin mit einem Metzger verbindet? Bestimmt. Das wäre auf jeden Fall... Es wirkt ein bisschen verzweifelt. Komm, so hässlich bin ich auch nicht kompakt. Bleib mit der ganzen Community. Jetzt doch alle. Hattest du schon mal eine ganze Community? Ich nicht. Das ist eine geile Orgie. Das wird richtig haarig. Too Darkness. Ja, das Problem ist für Community. Also Community-Treffen, du könntest ja eigentlich irgendwie so eine Sporthalle oder so mieten. Ich glaube, mehr würden da gerade eh nicht reinpassen. Frauen können alles gegen dich verwenden, Compact. Merkt ihr das?
Das war Bash gegen, ja. Durch die Vegetarier. Onward! Attack! Okay. Die Frage ist, will ich die Kuh manche auslösen? Sind ja auch nicht Vegetarier aus ethischen Gründen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Kotzen im Stuhlkreis. Also machen wir erst den Stuhlkreis, ne? Also, ne? Ich stelle mir das so vor, dass wir alle im Kreis kacken. Und danach kotzen wir. Mist, wir hatten kein Item. Ups. Sirens ate your innards. Ich habe aus Versehen. Nein, stimmt. Wir haben das Item ja schon raus. Ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Egal. Ich sitze am Fenster. Wenn jetzt das Spiel gekostet haben, weil ich unlauf sagen, ich sitze am Fenster. Well, well, impressive. Das ist verwirrt. You stop. You're worth the trouble. Okay. Hat er irgendwas, um die Ratte aufzuhalten? Wenn nicht, wird die Ratte gleich triggern und ihm irgendwas kaputt machen. Wenn eine Vegetarierin Sex hat, würde sie dann zugeben, dass sie glücklich durch ein Stück Fleisch ist? Würdest du dein gutes Stück einfach nur als Stück Fleisch bezeichnen? Aber wie gesagt, manche Vegetarier machen es halt eigentlich aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt genug, die einfach kein Fleisch essen dürfen. Na? Ich glaube, wenn wir Community-Treffen machen, dann bekommt die Bedeutung Meet and Greet einen komplett neuen Sinn. Oh Mann, ey. Das wird dann eher so Meet and Feed. Ja. Das nee, es gibt auch manche, die aus gesundheitlichen Gründen generell kein Fleisch essen dürfen. Oder es ist schlecht, wenn sie Fleisch essen oder tierische Produkte. Ich denke da eher an Autoimmunerkrankungen. Die Frage ist, was ziehe ich raus mit einem. Ja, will ich eigentlich nicht, will ich eigentlich auch nicht, will ich eigentlich auch nicht spielen. Er hat zu wenig Karten, wenn der Griffel gerade überhaupt keine Punkte machen, aber. Ah, ich spiele mal hier aus. So Fisch geht ja meistens, aber so generell Fleisch ist dann auch nicht so toll. Naja. Ich sollte kein Fleisch essen wegen meinen Nierensteinen. Gut. Nierensteine sind übel. Ja, vor allem muss man die Dinger sogar nicht rauspinkeln? Also du kriegst Fisch ist aber anderes Fleisch. Das ist, Jetzt kommt's. Ja, wie kann man das am besten beschreiben? Es ist halt nicht so wie Schwein, Kuh oder Huhn. Das ist halt. Okay, wir haben unser Geraldignitziel. Fisch ist Fisch, Fisch ist Fischfleisch. Okay, das könnte noch relativ lustig werden. Jetzt kommt's drauf an. Fisch ist Fischfleisch, Fisch ist Fischfleisch, Fisch ist Fischfleisch, Fisch ist Fischfleisch, Fisch ist Fischfleisch. Sag du das auch mal. Das ist lustig. Fisch ist Fisch oder Fleisch. Ich kann F nicht, also ich kann die Zunge brechen mit F nicht. Fisch ist Fischfleisch. Fisch ist Fischfleisch. Fisch ist Fischfleisch, 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 Fisch ist Fischfleisch. Time to miss the aisles. There. Now let them dangle a while. Au. Okay. Die letzte Karte wird der unglaubliche Krach an Quaid und das könnte nochmal lustig werden. Er muss über unseren Anführer rüberkommen. Kannst du dann auch nicht Fischers Fritz fischt frische Fische? Fischers Fritz fischt Fische frische. Nein, frische Fische. Ja, ich sag frische Fische. Ja, wie gesagt, frische Fische. Ich kann aber mit Z10 zahlen, mit Ziegen 10, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Das ist ja einfach. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Du wirst eh nie heiraten, von daher ist egal. Nein, du wirst heiraten. Darf ich dein Trauzeuge sein? Jetzt nicht mehr. Weil ich ja eh nicht heiraten werde. Du brauchst auch zu keiner Kochzeit kommen. Ich werde die
wieder dann schön im Internet hochladen und so, warum war ich nicht eingeladen? Ich habe nie geheiratet. Ja, ich bin der Stripper, der aus der Torte kommt und deinen Junggesellenabschied. Toll! Machst du eine Schwarzwälder Kirsch? Ich habe ganz gerne Kirschen vor den Nippeln. Ich mag Schwarzwälder Kirsch, doch, wirklich. Ja, jetzt nur nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ne? Jetzt habe ich dir gerade alles zerstört, deine Träumung, deine Hoffnung, easy win. Ja, das war, naja. Ich habe schnell geschrieben, Phil, und nicht mit einem Seemannsknoten in der Zunge. 80% von Chef haben probiert Compact. Hab vor 6 Wochen ausgepickelt, Philipp, gibt Schöneres, aber immer noch besser als stecken lassen. Naja, also Hirnstein ist halt, naja. Ist es eigentlich einfacher, nachts zu wecken? Fängt es also eigentlich an? Nicht. Ich glaube, es kommt immer drauf an, wann die Leute spielen. Was soll denn anfangen, Compact? Nachts, es kann nachts leichter sein, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Es kann auch früh morgen leichter sein, aber darauf würde ich mich auch nicht verlassen. Was ich so gemerkt habe, ist, dass ich teilweise, wenn ich im Stream gespielt habe, auch leichte Gegner hatte. Also ich glaube, es kommt einfach darauf an, gegen was du antrittst, aber nicht großartig, wann du spielst. Okay. Wir haben keine Goldeinheit, das heißt, es ist eine tote Karte, weil wir damit Blitze rausholen. Das ist egal. Das ist egal. Kirschen von den Nippeln fängt es also so an. Das langsam steht das Dick-Niveau. Ja, heute etwas spät, aber es entsteht langsam. Ja. Ich warte sehnlichst auf die ganzen Fanfictions von uns. Die wird es nie geben. Ich werde es mir nie durchlesen, weil dann muss ich vielleicht kotzen. Und Philipp sprang in den Stream. Mit Kirschen vor den Nippeln. Und wir sind wieder beim Kotzen. Was denn? Ich mag Kirschen. Ich dachte Kotzen. Wie soll ich ihn eigentlich versenden? Mit DHL. Da brauche ich ein Riesenpaket. Ja, und musst halt Porto zahlen. Ich glaube, Porto kostet mehr. Aber ich glaube, wenn du mich für Slake für 1,50 verkaufst, dann zahlt Slake mehr für den Porto als für alles andere. Nein, nicht Slake. Pirate, du musst die Porto selbst tragen. Habe ich gerade beschlossen. So, UPS. Next setup. Damit du sagen kannst, ups, ein Film. Sie würde mich eh nicht verschicken. Er kommt zu Fuß. Die Porto kosten möchte ich trotzdem. Im Winter könnte man nach argumentieren, dass es ja einfach kalt ist. Im Winter spieße ich die Kirschen mit meinen Nippeln auf. Maybe kann man vielleicht einen Pferdetransporter kaufen oder so. Ja, Pirate, vielleicht musst du ihn auch selbst abholen. Ich werde dir noch eine Packung Futter zugeben. Es gibt Hundetransportboxen, da würde ich reinpassen. Lol. Für große Hunde. Bezahltransport. Ich stelle mir das wirklich so vor, stell dir mal vor, du fährst auf der Autobahn und dann ist jemand hinten in so einer, also du siehst so ein Auto mit so einer Pferdetransportbox. Bei dir würde irgendwas zu essen und Eiskaffee drin stehen. Und dann guckt da einfach so ein Menschenkopf raus, weißt du, genau hinter dem Ding. Du kommst in so ein Nagerkeep in so einem Groß und dann mach ich hier so eine Flasche mit Eiskaffee und dann wo du dann immer machst lieber für Kromate, ich glaube Kromate ist besser. 14 Punkte muss ich aufholen, der feine Herr, ne? Was kriege ich hin? Der wären genau 14 Punkte. Die kann ich nicht ausspielen, weil die schwächste Karte in meinem Deck ist momentan eine Plötze. Das heißt, Fred. Aber Pirate bezahlt ja anscheinend den Transport. Passt. Ich finde es lustig, dass er eine Arrakas-Königin genommen hat, weil die hat ihn zwar die Kuh verhindert. Weißt du, was ich lustig finde? Was? Dass ich jetzt um 1,54 reicher bin. Na und? Dafür kümmert sich Slake jetzt um mich. Pirate. Du weißt ja noch nicht mal, wo du hinkommst. Ja und? Das wissen die meisten Tiere nicht. Du kannst ihn auch Slake bestimmt nennen, wenn er es so möchte. Ich brauche 5 Mahlzeiten am Tag, davon einmal Hummer.
Deswegen kann ich ihn mir nicht mehr leisten. Ja. Ich bin froh, dass ihn überhaupt jemand genommen hat. Wie machen wir das denn eigentlich? Verschicken wir uns gegenseitig? Wo soll ich dich hinschicken? Zu Slay. Der hat doch 1000 Euro für... Nee, 10.000 Euro für mich geboten. Ach, stimmt ja. Da war ja was. Ich habe übrigens noch eine Katze und einen Hund und eine Schwester, die muss auch mitkommen. Soll ich jetzt passen? Ich meine, müsste noch eine Karte ausspielen. Ja, ich passe jetzt. Siehst du, Kaviar steht schon bereit. Viel Spaß. Kaviar steht schon bereit. Ich will gar nicht wissen, wahrscheinlich Naturkaviar. Wahrscheinlich aus einem Aquarium. Boah. In einem Hummer-Aquarium. Wieso hat er so viele Spione? Ich meine, er hat Spionenanführer, er hat zwei davon. Naja. Warum bin ich nicht vorher auf diesem Weg? Weil ich noch ein Hummer-Aquarium. Ach so, weil ich mir kein Hummer-Aquarium leisten kann. Wie ist dann Regel mit dem Essen? Ist ein Bier. Ich dachte, du hast so eine Katze, Slake. Ich habe 7 Katzen und einen Hund. Boah, 7 Katzen. 7 Katzen ist schon hart. Okay, Wendergriff gefällt mir relativ gut, wenn ich ehrlich bin. Dann kriegen wir Plötze raus. Jetzt muss ich allerdings eine Karte opfern. Und ich werde unglaublicherweise ein Carryover spielen. Und den opfern. Wir haben noch fast alle unsere Goldkarten am Deck drin, ne? Wir haben noch so viele Goldkarten am Deck drin. Guter Plan. Die können ihn dann gleich verpflegen. Kian. Ich hätte vielleicht Joachim behalten sollen, aber die Chance, um Rainfall nachzuziehen, war mir zu hoch. Okay, womit will ich anfangen? Mit dem Ghoul. Aber leben die auch alle bei dir, Slack? Ich fick mich nicht auf, wenn man mit dem Kirsch von den Nippeln rausschaut. Na, mal schauen, wie es so ausgeht. Au, er hat natürlich einen Oswald. Aber wir Slack, haben ab und zu kommt dann auch mal mein Date vorbei. Wann verschickst, Phil? Wann möchtest du denn los? Gleich. Okay, er kommt dann morgen früh an. This is priceless. Wir ziehen auf jeden Fall Joachim raus. Jetzt wäre noch eine Brenner richtig gut. Joachim in eine Brenner. Alle lebendig und wohl auf. Hast du eine große Wohnung? Das ist böse. Genau das gezogen, was ich wollte. Overnight Express. Das ist aber teurer daran. Denk daran. Ich bezahle die Porto nicht. Du bist ziemlich geizig, weißt du das? Ist okay, Jule, wenn dich meine Dates nicht stören. Naja, wenn mein Date das stört, dass ich mit dir Dates habe, dann wird es schon zum Problem. Wie und eure Dates? Slake möchte ein Date mit mir. Der Arme. Er kriegt Korb, ja. Er ist doch so jung. Tu ihm das nicht an. Er hat ein Haus. Nicht schlecht. Dann kann man auch mal 7 Katzen haben. Ich glaube, dann geht das. Coming. Okay. Die Brenner hat alles geregelt. Nur weil du keine Dates mehr hast. Trotzdem ein verdammt glücklicher Mensch. Naja, zumindest wenn ich die YouTube-Kommentare nicht lese. Der war echt blöd. Das war echt das beste Kommentar, das ich jemals bekommen habe. Du wirst dann in die Garage morgen gestellt. Okay, wollen wir, na, ich glaube, wir lassen es. Ne? 5-0, wir lassen es heute bei einem 5-0 mit der. Also wie gesagt, die Bronze Arena, boah, da muss man sich einspielen. Aber ich mag die irgendwie nicht. Diese reinfarbigen Arena mag ich irgendwie nicht. Er hat ja Eiskaffee und Essen. Wenn ihr mit euren Dates durcheinander kommt und auf einmal der falschen Date landet. Ach, das wäre gar nicht so schlimm. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Eigentlich, also ich meine, schlimm wäre es nicht, oder? Für Slack wahrscheinlich nicht, nein. Naja.
eine halbe Stunde später anfangen und gleich wieder aufhören. Ja, wir machen trotzdem nur bis 22 Uhr, weil Jule muss trotzdem leider morgen arbeiten, aber sie hat heute leider Nachtschicht. Von daher können wir es... Spätschicht, nicht Nachtschicht. Spätschicht, ja, Spätschicht. Von daher können wir es leider nicht ändern. Wir würden gerne mehr streamen, aber wir können es uns nicht leisten. Also von daher. Wir hatten dafür am Wochenende ein paar mehr Streams gehabt. Zwei oder drei Tage kann es ja dort stehen bleiben. Und in zwei Wochen gibt es sowieso wieder das Grand Open, wo wir auch wieder ein bisschen mehr streamen oder also ich ein bisschen mehr streamen muss. Also von daher, wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Abend. Ich will mal noch ganz kurz gucken, wer noch weiter streamt, dass wir euch weiterreichen können. Es gibt doch bestimmt noch jemanden, der jetzt ein bisschen weiter Gwent spielen will. Dann könnt ihr da ganz gerne noch ein bisschen voreinpucken. Peter Pistolus streamt. Ach, wir geben einfach wieder an Tasi, oder? Ja. Der freut sich immer. Dann gehen wir weiter an Tasi. Wenn ihr noch ein bisschen Gwent gucken wollt, dann guckt ganz gerne noch bei ihm vorbei. Wenn nicht, Montag um 20 Uhr wieder, oder? 20 Uhr, Montag. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sehen uns Montag um 20 Uhr wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Kann ich den auch kaufen? Nein, den kannst du nicht kaufen. Frag ihn. Den kann ich leider nicht versteigern. Und grüßt schön von uns. Haut rein. Nacht. Nacht.